So, was zu trinken haben wir jetzt auch noch geholt. Tür zu. Und dann kann es auch schon losgehen, würde ich mal sagen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu The Diary, dem Format, wo ich tatsächlich mal wieder den Drang hatte, mich vor diese Kamera zu setzen, um einfach mal ein bisschen zu quatschen. Dieses Video wird auch tatsächlich gar nicht so wirklich strukturiert. Ich hatte einfach nur gerade das Bedürfnis, mich einfach mal wieder hinzusetzen, weil jetzt so 2 Wochen nach meinem Geburtstag ist mir aufgefallen, fuck man, ich bin schon 25 Jahre alt und ich mache diesen YouTube-Kram jetzt schon ein bisschen länger, jetzt noch nicht die Hälfte meines Lebens, aber dennoch schon so lange, dass ich so ein bisschen darüber sinnieren könnte, wie ich mich verändert habe in der Zeit und was ich so aus den 25 Jahren mitnehmen kann. Frag mich nicht wieso, aber irgendwie bin ich tatsächlich immer wieder auf dieses YouTube-Ding zurückgekommen. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerne rede. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach gerne meine Präsenz im Internet zeige. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass diese Videos auch eine Stück weit Therapiesitzung für mich waren. Weil ganz ehrlich, ich bin manchmal nicht so der Typ, der es schafft, über seine Probleme zu reden. Und das hilft manchmal etwas, wenn man so ein bisschen Distanz zwischen dem Sender und dem Empfänger schafft. Also ich setze mich vor die Kamera, rede in die Kamera rein und irgendwann hört sich irgendwer auf der anderen Seite des Internets mein Video an und denkt sich, yo, Digi, kann ich relaten, du schaffst das. Und dann schreibt er einen Kommentar und so weiter und so weiter. Ihr wisst ja, wie es auf YouTube läuft. Kurzen Schluck was trinken. Aber in letzter Zeit habe ich tatsächlich so ein bisschen den Drive verloren, was die Regelmäßigkeit angeht. Das habe ich Anfang 2021 noch ein bisschen besser hinbekommen, aber da war ich auch in einem etwas anderen mentalen Zustand. Mir ging es Anfang des Jahres wirklich nicht so gut. Und da dachte ich, okay, ich muss das einfach mal wieder bündeln. Es wird mal wieder Zeit für eine Therapiestunde. Und dann habe ich die Kamera angemacht und dachte mir, yo, das hilft. Das mache ich jetzt weiter. Und ab August tatsächlich hat sich das so ein bisschen gewandelt. Ab August habe ich so langsam angefangen zu arbeiten. Und das hat natürlich zum einen einen großen Teil meines Tages eingenommen, weil ich bin halt um 10 Uhr auf der Arbeit und bin da um 20 Uhr erst wieder aus dem Laden. Und die Zeit, die ich dann halt mal nicht arbeiten bin, verbringe ich dann meistens mit Familie, Freunden, meiner Freundin oder halt mit Sachen, die ich gerne mache und die halt nicht so aufwendig sind wie drehen, schneiden, hochladen, Tags, Thumbnail und so weiter. Ich glaube, jeder, der mal eine gewisse Zeit lang nicht gearbeitet hat und dann wieder in ein Arbeitsverhältnis reingekommen ist, der kann so ein bisschen nachvollziehen, wie ich mich da so gefühlt habe. Kurz und gut, ich habe dann mein Leben tatsächlich eher der Arbeit gewidmet, statt meinen Hobbys. Und YouTube kam dann natürlich etwas kurz, ganz klar. Heißt das aber, dass ich gar keinen Bock mehr habe auf Videos? Nein, auf keinen Fall. Das Problem ist dann halt immer, manchmal muss ich mich einfach hinsetzen und die Dinge tun. Aber bis ich soweit bin, ist es immer eine große Hürde, die ich überspringen muss. Und jetzt sitze ich hier und quatsch einfach so ein bisschen vor mich hin und ich denke, das ist genau das, was ich in meinen Videos machen sollte. Und vielleicht werde ich das jetzt auch in naher Zukunft wieder machen, weil die Tage werden kürzer, sie werden auch auf jeden Fall wieder etwas dunkler und momentan bin ich in einem Mental State, wo ich sagen könnte, yo, ich bin stabil, das läuft alles, aber ich weiß genau, wie schnell sich das wieder kippen kann. Ich hatte neulich erst einen Moment, wo ich tatsächlich wirklich in meinem Tunnelblick war, alles war beschissen, ich lag nur in meinem Bett und kam auf gar nichts mehr klar und wusste einfach nicht mehr, wohin mit mir. Da konnte mir auch wirklich keiner helfen, auch wenn es manche Leute versucht haben. An dieser Stelle nochmal danke an alle, die da waren. Ich schließe euch in meine Gebete ein, wenn ich mal beten würde. Und genau das sind halt die Punkte, die ich so ein bisschen auf diesem Kanal wieder weiter besprechen möchte. Ich möchte halt zeigen, dass es halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass man sich halt nicht immer einen Plan machen kann und nicht immer weiß, wie es jetzt weitergeht. Und das ist, glaube ich, so das, was ich aus den letzten, sagen wir mal, 7, 8 Jahren YouTube und halt auch aus den letzten 25 Jahren meines Lebens so ein bisschen als Weisheit mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist auch die Message of the Day. Ich glaube, diese Message hatte ich schon öfter. Manchmal weiß man nicht so genau, wie es weitergeht. Und ich bin oft an einem Punkt, wo ich nicht weiß, wie geht es jetzt weiter? Wo gehe ich von dem Punkt, wo ich gerade bin, jetzt als nächstes hin? Und manchmal hilft es einfach nur, die Augen zu schließen und zu sagen, yo, ich bin hier. Ich habe echt schon viel geschafft. Ich bin 25 Jahre alt geworden. Ich habe in der Zeit echt viel durchgemacht, gerade hier oben in meinem Kopf. Und ich bin vielleicht bereit für das, was da kommt. Ich habe manchmal noch so ein bisschen meine Probleme, aber ich glaube, ich schaffe das. Wenn ihr irgendwann mal in einer Situation seid und ihr habt das Gefühl, ihr kommt irgendwie nicht weiter, dann besinnt euch auf das, was ihr die letzten Jahre so geschafft habt. Jeder hat das durch. Fucking Schule. Schule ist der Horror. Pubertät.
große Katastrophe. Manche haben es auch von zu Hause aus mit ihren Eltern oder ihren Geschwistern nicht so leicht. Und da sind die meisten Sachen, die man so im Alltag bestreitet, wie jetzt zum Beispiel einkaufen gehen, Straßenbahn fahren oder halt ein Jobinterview, solche Sachen, die können echt nervenzehrend sein. Aber ihr habt schon wesentlich schwierigere Dinge geschafft und ich glaube, dass ihr das könnt. In diesem Sinne würde ich sagen, yo, ich trinke jetzt noch mein Glas aus. Freue mich noch so ein bisschen, dass ich es geschafft habe, erstens mal wieder ein Video zu drehen und zweitens 25 Jahre alt zu werden. Wir haben jetzt den 1. Dezember, man sieht es vielleicht hinter mir. Ich habe so einen freshen die drei Fragezeichen Adventskalender und ich hoffe, ihr macht euch auch eine schöne Adventszeit. Egal wie grau sie da draußen auch sein mag. Und ich würde sagen, ich widme mich jetzt den schönen Dingen des Lebens und vor allem den nächsten 25 Jahren. Und ich denke, ich werde des Öfteren wieder auf euch und auf diese Kamera und alles drumherum wieder zurückkommen, weil ich glaube, ich habe noch nicht alles gesagt. Das liegt aber auch daran, dass ich schwätze. Ich trinke jetzt noch mein Glas aus. Ihr schaut noch die nächsten beiden Videos oder abonniert hier unten den Kanal. Dann verpasst ihr nichts mehr und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf, schöne Weihnachtszeit und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.